Bitte ist natürlich, dass Thiago sich jetzt verletzt hat und nicht eben einen Tag oder zwei Tage pausieren muss, sondern ein bisschen länger. Das ist nie schön, weil man will immer aus dem Trainingslager komplett wieder rausgehen. Also das heißt, dass die verletzt, davor verletzt waren, gesund zurückkehren. Die anderen, die gesund ins Trainingslager gekommen sind, auch wieder gesund nach Hause fahren. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Deswegen ist es nicht perfekt. Aber ansonsten, wie wir schon immer gesagt haben, wir haben perfekte Bedingungen hier. Das Wetter ist top. Platzverhältnisse wie immer, wie jedes Jahr eigentlich sensationell wirklich. Wir haben gut gearbeitet. Er ist ein guter Trainer, er weiß, was er macht mit seinem ganzen Staff. Und jeden Tag haben wir fast zweimal am Tag Training gehabt. Okay, du weißt, wenn die Mannschaft sich spielt gut, wenn die Mannschaft gewinnt, das ist, ich glaube, alles glücklich. Und Trainer, er macht gut mit seiner Gruppe. Er hat viele, viele Spieler, viele Konkurrenz. Er redet viel mit den Spielern, gibt viele Positiv. Schön, ich glaube, das ist wichtig, wir haben so verstanden, egal wer ist auf dem Platz oder auf der Bank. Natürlich ist es immer schwierig, weil alle Spieler will spielen. Aber manchmal muss man akzeptieren und muss gucken nach vorne. Und wir sind zusammen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und bis jetzt funktioniert gut, das ist schön.